Gut, auf ein neues. Also Wasser rein. Heißt, bevor beginnt. So, Salz pickeln. Hey, look. The temperature. Eis. Hör auf zu quatschen. Da kannst du ja trotzdem schon mal. Nee, weil der kippt dann direkt. Schon jetzt aber. Das soll doch jetzt passen, oder? Ja. Excellent. Now we must check to ensure that it is adequately frozen. Eisdeutsch. An ice weapon for a cold-blooded murder. An ice knife. A surprising and yet a very brilliant idea. It's the perfect weapon. It enables one to kill a man and then it melts. The only trace it leaves is a small puddle on the ground. Das würde passen. Ja. Das würde sehr gut dazu passen. Es kann beides sein. Eisdeutsch und Champagner. Dann müsste man das im Champagner-Class sehen, ob man das da machen kann. Ist das jetzt hier? Wasser mit Blut lässt sich durch den Dampf. Das Wasser und Blut ist eine bisher ungeklärte Spur in diesem Muffer. Das muss irgendwie mit einem Mord. Machen wir mal das. Wurde hergestellt und dann im Behälter der Champagnerflasche aufbewahrt. Es kann natürlich sein, dass da mitgetragen worden ist. Und dann haben wir, der Täter versteckt die Waffe im Eisbehälter der Champagnerflasche. Nach der Tat wurde die Waffe zum Schmelz zurückgelassen und sorgte damit für die Verflüssigung im Blut. Das würde dazu passen, mit der Aussage des anderen, es flog was Goldenes rum. Weiß ich noch nicht. Okay. Das aber heißt, da ist die, für mich gerade die Frage mit dem Silber. Wo das jetzt mit dem Silber noch Sinn macht. Das Silber lag ja auch da drin. Ja. Kann ich nochmal reingucken, oder? Konnten wir hier noch was auswählen? Das hat nur. Okay. Hier wurde die Silberwaffe. Hat man noch keine Möglichkeit, andere. Wenn ich jetzt das machen würde, oder? Würde dann das andere. Warte, das da oben. Kampffeuchtigkeit und Silberwaffe. Halt. Täter versteckt die Waffe, Tatwaffe im Dampfraum. Danach legt er sie. Das Kohlebecken, um sie zu zerstören. Das Ergebnis war geschmolzenes Silber, das wir gefunden haben. Kann beides sein. Ich würde mich hier einfach noch nicht festlegen wollen. Also für mich macht diese Konstellation mehr Sinn, weil du hast das Silber gefunden und das Dampfbad kann, also die Feuchtigkeit legt sich ja dann wieder auf den Boden. Dadurch kann sich das Blut verflüssigen. So, das jetzt erkläre mir, wie man mit einer Eiswaffe jemanden töten kann. Ist möglich, okay. Aber wie kommt dann dieser Silberklumpen dahin? Ja, das muss auch mit einem Satz passieren. Du musst das Ding rausziehen, werfen. In der Zeit schmilzt das schon. Und dann macht das auch mit dem Gold keinen Sinn. Ja, ja. Deswegen ist für mich doch, also für mich persönlich doch eher der Silberdeutsch. Ja, wir lassen es erstmal so. Haben wir ja so drinne. Pingpong, grüß dich, mein lieber Luigi. Ich hoffe, dir geht's gut. Gut, dann würde ich sagen, wir machen uns nochmal auf den Weg Sandalbans. Ja. Wir holen uns die Armbrust, die Seile, die Haken. Aber warum wurde die seine Bild. Nee, aber das Bild wurde doch nicht umsonst geklaut mit dem Weiß. Verstehst du? Das Bild wurde ja hier geklaut. Wo das mit dem Eis war. Uns geht's gut. Danke zur Nachfrage. Ich hoffe, dir auch.
Oder wir hoffen die auch. Ich hab den Haken. Vielleicht war es eine Überlegung. Wenn das schon länger geplant war. Das kann natürlich sein. Andererseits ja bei der Hütte war. Ne? Genau. So. Bop, bop, bop. Ich habe mir gesagt, gut, ich habe beziehungsweise morgen Geburtstag, seit 14. Das ist doch sehr schön. Freue mich. Da musst du durchhalten. Also ich weiß nicht, ob wir es durchhalten. Dann kommen wir rein. Endlich jugendlich. So, ich konnte das jetzt mitnehmen, aber ich konnte nicht schießen. Ich kann die Waffe nicht zusammenbauen. Aber wir gehen nochmal hin. Er hat gesagt, ja, Neptun, der Stier. Neptun, the god of the sea. Dann hast du hier. It is a broken statue of a bull. Dann müssen wir nämlich bestimmt da. Du wirst von. Naja, ich denke mal eher von dort. Aber hier ist halt unten. Oh! Da. We should use these metal rings to help us reach the bridge pillar. There might be something behind these leaves. I have to find a way of getting there. Dann gehen wir jetzt zurück. Gegenstand benötigt. Ja, den sind wir gerade dabei. Müssen wir noch zusammenbauen. Wir bauen eine Armbrust. So falsch gesetzt. Der Bogen kommt da vorne, genau. Wo vorne? Na, da. Ah. Genau. Also eigentlich. Nee, wollte doch Sachsachen, so rum. Keine Ahnung, warum es nicht wollte. Das Tapet ist. Those rings on the bridge are perfect targets. Why not then? Ja. Bin ich wirklich. Wieso steht er da? Atem anhalten. This one is ready. Was stand da? Ja, Atem anhalten. Ach so, beim Schießen dann. This one is ready. Ach, ich bin Naturschützer. Ja, ein Tutalent. Ja, da war er. Klappe. Daneben. Rüber. Mensch, nicht so weit. Das war allem, wenn das Ding da nicht am Wand stecken würde. Jetzt. The bridge is ready. Now I must cross it. Nenn das nicht Brücke. Schritt vor, links lehnen, rechts lehnen. Könnte das Seil doch mal ein bisschen. Da ging er baden. Und nochmal. Okay, gedrückt halten. Oh.
Ganz ruhig. Das klingt komisch. Geh doch mal. Komm. Kann man nur gehen, wenn er falsch anzeigt. Geh doch ab und hangel dich, der Rest. Oh, da hat sich hier abgeteilt. Dann würde sich wahrscheinlich dort abgeteilt haben. Ja. Are we inside the hidden temple of Mithras, Holmes? I am not sure. Gesundheit. We had better be careful. Danke. Na dann, gucken wir mal. Hat er wahrscheinlich das gefunden, ja. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. Haben wir das? Ah, ja, die Pyramide. Wir haben die Pyramide gesehen. Where should we go, Holmes? There ought to be some clues here. Let's take a look around. Er hat uns jetzt gesagt, wir sollen theoretisch da lang gehen. Ich würde mal kurz auf unsere Beweise gucken. Wir sind hier. Ja. Das heißt, wir müssen von jedem Raum eine Stufe weiter entscheiden. Das heißt, deswegen hat er uns jetzt gerade diesen Zeig gezeigt. Ich denke mal, wir werden den Rahmen und den Topf hier nicht finden. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. Bist du? Gut, das heißt, wir gehen hier lang. Das ist ein Labyrinth. Das heißt, nächste Etage. Dieses, da rechts. Rechts wird das, ja. Ja. Gehen wir da lang. Podest mit Steinen. Nein. Na gut, dann schauen wir uns halt an. Die müssen gleich schwer sein, bestimmt. Wahrscheinlich, ja. Ja, gar kein Gewicht. Das Ding so massiv schwer. Ich denke mal eher links. Nur gucken, ob der. Okay. Müssen alle runter. Das heißt, der braucht eigentlich bloß einen, weil der schwer genug ist scheinbar.
Ah, okay, wir mussten hier öffnen. Gut, wir gucken wieder auf die Karte. Wir waren jetzt hier. Speer, Mütze, Rabe. Hier, ne? Wo siehst denn du, wo hast denn du jetzt gerade einen Raben gesehen? Ja. Aber es ist die Mütze hier in der Mitte. Ja. Es ist die. Und wir gucken wieder nach. Keule, Skarab, Assel und Käfer. Da, links. Ich will nur die anderen gucken. Genau. Hier rein. Da komme ich gerade aus. Wasser. Aber wir plätschern nicht. So, was haben wir als nächstes? Wir sind jetzt hier. Schwert mit Kante oder die Sichelmond? Das Sichelmond. Ja. Und wir gucken nach neuen aus. Packe, Rosenkranz und Peitsche. Das da. Ja. Ich gehe wieder. Rechts, links? Von links kam der Ton. Von links kam der Ton? Ja. Ich denke mal, der Raum füllt und beides. Ja. War egal, wo lang wir laufen. Auge mit Stab, verzierte Mütze oder dieser geschwungene Gold. Dolch. Verzierte Mütze. Und das war's dann, ne? Mhm. Ich glaube, wir müssen da hoch, oder? Wieso gefällt mir das gerade hier überhaupt nicht? Wirkt ein bisschen wie so eine Opferhalle oder so. Arena-Kampf. Da hätten wir auch unten weiterlaufen müssen. Ja, der Stier. Ach, guck mal. Ist was? Nee, doch nicht. Ich glaube, dass es hier... Ja, das kann sein, dass es hier wirklich Stierkampf ist. Ah, hier. Goldene Dolch. This lamp is not old. The oil is still fresh. Perhaps Sir Rodney passed by here. No, I do not think so. Remember, he went no further than the catacombs underneath the Frigidarium. The murderer left this lamp. Aber warum dann, warum sollte der den goldenen Dolch wieder zurückbringen? Oder halt wirklich mit dem silbernen töten? Verwirrung stiften? Ihn auf die falsche Fährte bringen? Ist das nur für mich so oder bin ich wirklich gefühlt der Einzige, der im Chat schreibt? Nö, nö, der René ist auch da, der lockt noch gerade. Mach dir mal keinen Kopf. Wie vielleicht gucken wir mal runter in den anderen, Gang. Gang. Aber es kann auch einfach bloß der schnelle Ausgang sein. Machen wir keine Lampe mehr mit. Ah, hier ist zu. Ah, okay. Hier ist zu. Es ist schon, wir müssen jetzt hier oben weiter gucken. Okay. Vielen Dank für deinen Host, mein Lieber. Vielen Dank.
Vielleicht oben an der Tür? Was hier? Nee, andere Seite. Ah, das wird mit der Sicht hätte ich bringen. Hier wird es der Ausgang sein. Hier werden wir wieder rauskommen. Und hier sind überall diese komischen goldenen Rädchen an der Wand. Na, dann probiert doch da einfach mal. Da konnte ich eben nicht. Ah, doch, jetzt kann ich. Jetzt steigt das Wasser vielleicht. Watson, I need your help. Okay. Oh. Wo ging jetzt auf? Hier, ne? Ja. Jetzt sind wir schon ab, ne? Nee, Watson. Jetzt. Okay. Interessant. Welcher wird's sein? Ist das der neben Watson? Nein. Das ist der neben uns. Irgendwie. Nein, nicht bei ganz. Watson bräuchte... Probier doch erstmal alle warte, durch. Warte. Er hat deaktiviert. Dann kann er nämlich hier rein. Das ist der okay. Durchgang wieder. Der bringt uns nichts. Bringt uns was. Die Frage ist, kommen wir hier wieder raus? Ja, probiert doch erstmal die anderen Hebel. Was die bewirken. Der hat jetzt wo geöffnet? Hat irgendwo anders. Das ist Ausgangstor. Okay. Wir wechseln nochmal zu ihm. Er öffnet mal bitte das hier. Dann öffnen wir hier. Du gehst wieder zurück. Damit komme ich hier hin. Ja. Wurz einmal dahin. Jetzt gehen wir mit Sherlock rein. Und gleich passiert was von hinten. The golden knife of Mithras. A long lost relic has resurfaced. Watson, it is time to conclude this case. Now, we should find another way of getting out of here. Da haben wir ja schon gewonnen. Wer hatte den Weg? Den hatten wir, ne? Ja. Wir hatten das Ausgangstor. Das war der ganz, der Hebel ganz links. Okay, hier sind wir nicht rein, warte. Doch. Du musst nee, aber Watson wahrscheinlich erstmal wieder. Ja, stimmt. Ist der ganz hin. Na, das ist der für den Ausgang. Du musst Watson erstmal den Weg freigeben, glaube ich. Ja, wir kommen doch dann nicht wieder raus. Doch, da hat ich, glaube ich, ein Hebel war. Ach, stimmt, doppelt. Es gab noch einen zweiten. Ja. Geh mal zu Watson. Moment. Du holst das nochmal zurück. Richtig? Nee, nicht der. Der hat jetzt gerade von alleine ausbricht, das sollte gar nicht. Aber Watson kann ja gerade gar nicht raus. Genau.
Das heißt, du solltest mal gucken, welcher Hebel das ist. Das war der vordere hier. Der hier war das, glaube ich. Ja, war das bei Watson. Genau. Damit kann Watson wieder eins zurück. Aber da müssen wir gucken, wie... Hier war das. Ah ja, genau. Damit ist Watson wieder raus. Und dann können wir da rüberlaufen. Das war ja, glaube ich, der, den wir machen mussten. This mechanism seems inactive. Most likely the door it controls has already been opened. Das Kontrolle, okay, gut, warte halt. Dann machen wir das. Jetzt ist Watson draußen. Ja, und wie kommst du dann wieder raus? Das ist die Frage. Das ist für Watson. Weil der Hebel ist dafür auf der anderen Seite. Aber vielleicht ist ja oben noch was. Warte, gehen wir durch den Tor, vielleicht ist da ja was. Guck mal. Ich sehe um die Tür. Okay. Genau, dann kann ich hier loslassen. Aber dann geht die Tür zu, doch wieder zu. Eigentlich. Weiß ich noch nicht. Ja. Das heißt, da müsste noch ein weiterer Hebel sein bei Watson. Ja, ja. Da. Wir können weiter. Aber das bringt jetzt ganz andere Elemente mit rein, wenn wir jetzt wissen, dass es ein goldener Dolch hätte man kriegen können. Aber den gab es ja nicht. Weil wir so im B drücken, steht da. Wir können ja in der Zwischenzeit mal nach B reingucken. Gestohlene Notizen, goldener Dolch. Das würde ja passen. Wo ist jetzt der goldene Dolch? Ottens geheimes Fund war eine wichtige Entdeckung, ein Fund, der wie ein Bomber eingeschlagen hat. Damit hätte er jeden Konkurrenten in seinem Fachgebiet ausstechen und den Ruhm und die Ehre ganz allein einstreichen können. Was waren Pitkins Sorgen? Genau, das waren seine Sorgen. Obwohl Pitkin der Inhaber der Therme ist, hätte er sie verloren. Und diese große Entdeckung hätte alles verändert. Durch sie wäre die Therme zu einer permanenten Ausgrabungsstätte geworden. Sie hätte Pitkin definitiv. Er tötete Sir Rodney, um den Fund zu vertuschen. Für ihn war das der einzige Weg, die römische Therme vor der groß angelegten Ausgrabung zu bewahren. Er verwendete eine silberne Reproduktion des goldenen Dolchs des Mithras. Wenn wir das so sehen. Jetzt ändere ich das mal um auf die Eiswaffe. Aber dann ändert es nichts. Die Eiswaffe ändern wir nicht. Bitcoins Interesse. Wenn ich das rumdrehe, machen wir hier einen Widerspruch, klar. Lincoln ist ein verdienstvoller Wach, der allerdings bewusst war, dass er bei der anstehenden Entdeckung ins Abseits gedrängt worden wäre. Damit hätte er die Chance seines Lebens auf Ruhm und Anerkennung verfuscht. Dann wäre es aber auch der Silberdeutsch. Er tötete Sir Rodney, um ihn über seine Mörtenfrau zu bestrafen. Zudem wollte er finanziell davon profitieren und in sein Tätigkeitsfeld glänzen. Er verwendete eine silberne Reproduktion des goldenen Dolches von Mithras. Ich bin noch unentschlossen. Ich würde sagen, wir reden erst nochmal mit denen. Wenn wir es können. Oder ist schon Abschluss? Ja, Rodney, ist schon Abschluss. Aber ich möchte trotzdem mit denen reden. Vielleicht haben die noch irgendwas uns zu sagen. Was wir irgendwas gefunden haben, was die
ich bin mir zu unsicher, jetzt zu sagen, wir machen hier eine Schau, verstehst du? Weil beide Motive sind möglich. So, mit Jan hier. Please escort this suspect for interrogation. The paintings in the baths are focused on Mithras, I understand. Yes, they are what make this place remarkable. And that is why Sir Rodney came here? He believed that the golden knife, which is an ancient ritual item, was hidden somewhere around the baths. I admit that it would be wonderful if it were true. And you are not concerned by the reputation of this artifact? You mean the curse. Before someone is dead, it is a blessing. After they are dead, well, then it becomes a curse. Some melted silver was found inside the steam room brazier. Do you know where it came from? Silver? No. Was war mir zu wenig? Please escort this suspect for interrogation. What can you tell me about Mithras? Oh, so much. It was the core of our work. Why do you ask? Were you seeking the golden knife? Ah, I see you are an amateur. Yes, the golden knife was our grail. It is said that it bears the only text explaining the ritual of the cult of Mithras. I understand. I read something about immortality. A myth. The knife would provide immortality only to the worthy one. And yet it is cursed, and it would kill you if you are not initiated. Mm-hmm. Did you expect to find the golden knife at the baths? Well, Sir Rodney thought that it might be there. Did you observe the knife representations there? They are so extraordinary. And we had hoped that... Oh, it is a tragedy that he has passed away, taking all of his secrets with him. As soon as I've been released, I will continue Sir Rodney's researches in his memory. Es klingt halt verdammt ehrlich. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? No. Silver, you say? No, I don't know how it got there. Er klingt verdammt ehrlich, ja, aber dieses kurzzeitige Abschweifen von wegen, was ist alles so schrecklich? Ich kann das schon nachvollziehen, weil wenn du dich in Rage redest und ach ja, meine Arbeit, das ist so schön und dann, ja. Also und dann scheiße nochmal, ja, was das kann ich noch schon nachvollziehen. Ich würde dann vielleicht nochmal in die Therme gucken. Vielleicht können wir uns nochmal den Eisbildern anschauen. Perhaps you could explain the cult of Mithras to me. No, there is nothing to say. We are not the worthy ones. But Sir Rodney believed that he was. He was wrong. I have visions. The golden knife, the mummy. Oh, it's all my fault. Calm down, Mr. Garrow. Warum ist es deine Schuld? We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? It didn't help. The power is too strong. Das ist jetzt sehr fraglich, weil es hat nichts gebracht. Es klingt so, als hätte er das Silber hingebracht. Medikamente und Verhalten. Ja, leider unter seiner extremen Fixierung auf den Mithrasfluch. Und zwar so sehr, dass ihn eine Obsession mit dem Wahnsinn getrieben hat, was durch das Medikament, das er einnimmt, nur noch verstärkt wird. Garrow leidet an Melancholie, er ist ein Opfer der Übermedikation, was seine Halluzinationen, sein unberechenbares Verhalten erklärt. Der Schock über Sir Rodneys Tod hat seinen Zustand noch verschlechtert. Was denkst du? Ich tendiere ja zu Schwäche. Ja,
Naja, dadurch, dass vorhin schon gesagt wurde, durch den Kollegen, dass er ja so melancholisch ist, würde das ja auch mehr passen. Ja, aber hat er auch. Und auch mit den Medikamenten, die er da nimmt. Dadurch hat er halt automatisch auch kein Motiv. Ja. Aber das klang so, als hätte er das Silber dahin getan. Es hat nichts geholfen, dass er das so als Schutzmaßnahme hatte. Dann könnte das halt wirklich die Eiswaffe sein. Ich würde noch mal immer noch B, warte mal. Ja, das ist jetzt schon das Finale. Okay, wir müssen. Du kannst nichts mehr machen. Ich habe das von der Aussage, die er vorhin getroffen hat. Der Eiskübel stand da. Niemand soll es gewesen sein. Das vorzubereiten, das Eis ist da drinnen. Das Ding zu nehmen und zu werfen. Dass Karos, sag ich mal, halluziniert, dass er das Gold angesehen hat. Von mir aus. Ich sag mal so, warte mal, wir müssen hier nochmal. Ich glaube, Plinken ist raus, oder? Ja. Mordübernahme aufhalten. Das sehe ich auch so. Bei den Silberdeutsch glaube ich noch nicht ganz. Ich kann mich da mit der Aussage davor, das ist so ein bisschen. Ja, dann hau doch erstmal hier das alles zusammen. Was? Was jetzt? Na, die Dampffeuchtigkeit. Das ist ja schon das. Dann hast du ein Eisdeutsch. Jetzt mach mal bei Garrus Schwäche. Die jetzt. Krankheit. Ja, dann willst du ihn verdächtigen, oder was? Ich dachte, du willst gerade auf diese Richtung. Ich würde bei Pitkind bleiben. Das erste Mal, weil er sein Unternehmen gefährdet sieht. Aber mit der Waffe anders. Also mit dem Silberwaffe. Na, das ist doch jetzt der Eisdeutsch. Guck genau. Mal. Er tötet Rodney, um den Fund zu vertuschen. Für ihn war das der einzige Weg, die römische Therme vor groß angelegten Ausgrabungen zu bewahren. Er verwendet eine Reproduktion des goldenen Dolchs von Mithras aus Eis. Bei der wird dann auch den Champagner gebracht haben und sonst wie und dann. Es sei denn, er selbst hat den Champagner gebracht und sich dann. Aber noch einen Moment. Der Würfelbeil lag bei der Ausgrabungsstätte, wo das Zeug war. Also da kommt er eigentlich auch nicht dran. Also für mich ist das mit dem Eisdeutsch. Der kann zwar lange kalt gelagert sein, aber es muss dann alles wirklich so dermaßen schnell gehen, weil der Eisdolch fängt, sobald du ihn in die Hand nimmst, an zu schmelzen. Es wird rutschig. Dann noch in diesem Dampfbad sind viel, viel höhere Temperaturen. Das hätte so dermaßen schnell gehen müssen, ja, dass die Spitze schon angefangen haben könnte zu schmelzen. Hast du recht. An sich, das ist total die logische Herleitung, klar. Und das auf Garrus, das mit dem Silber, das hat nichts gebracht. Kann auch einfach nur jetzt beim Zuhören gesagt haben, wir hätten das Silber eingetanzt, hat auch eh nichts gebracht. Also ändern schon. Ich gehe damit. Wir machen Silberdeutsch. Ich gehe damit. Jetzt nur die Frage, wie entscheiden wir uns? So. Wir sind ja die. Keine Gnade für Pitkin. Pitkin war von Bentleys gedemütigt worden. Daher entwarf er einen Plan, um zuerst Bentley aus dem Weg zu räumen und danach die Therme zu eröffnen. Er glaubte, der mysteriöse Mord würde die Öffentlichkeit anziehen. Wäre sinnvoll. Pitkin ist der rechtmäßige Besitzer der Therme, doch Bentley war kurz davor, ihm die Anlage zu entreißen. Hätte Bentley den Kompromiss akzeptiert, hätte Pitkin ihn nicht ermordet. Mir ist jetzt nichts bekannt, dass der je davon gesprochen hat, dass er das den enteignen will oder sowas. Oder ihn nicht beteiligen und sonst sowas. Ich denke mal, der ist einfach so egoistisch, so geizig, dass er sagt, ich will das alles für mich haben. Keine Gnade, Pitkin. Why did you bring me here? I saw that you released the others. Sir Gregory,
I would ask that you listen carefully to what I'm intending to reveal to Inspector Lestrade. You murdered Sir Rodney Bentcliffe in cold blood, and you did it for money. What? No, that's not true. I am afraid that it is. The ingenious ghost weapon that you used only served to prove the premeditation. You're insane. It was a spectacular felony, one that intrigued the police and encouraged the press. Scandal is an excellent means of bringing the public's attention to your baths. And eventually, of course, it brought me too. You have it all wrong. Well, I didn't expect you to possess much in the way of courage. May you be a fraction more inspired before you meet the hangman. Farewell, Sir Gregory. Haben wir uns falsch entschieden? Wir entscheiden uns. Wir haben uns so entschieden, wir ziehen es durch. Einstufung, verständnisvoll, fallstatistisch. Spieler mit derselben Falllösung für den Fall. 2%! Haben wir uns wirklich falsch entschieden? Haben wir wirklich den falschen... Was wirklich, sag ich mal, der durchgeknallte Spieler mit derselben moralischen Entscheidung? Was war... Dann wird es doch eher der... Der... Archäologe gewesen sein.